Und dann haben wir gesagt, sagte mein Papa, sagte, wir müssen zusehen, dass wir nach Berlin kommen, wenn wir bis zum 29. Mai nicht in Berlin sind, dann kommen wir nicht mehr rein. Und wir wollen ja wieder nach Hause, wenn wir auch nicht mehr hatten, aber wir wollten ja wieder nach Hause. Aber wie? Da sagt dann der Knecht, der uns dann sagt, klauen Ost und Ochsen. Und sagt mein Vater, und denn? Dann brauchen wir noch einen Wagen, dann klaue ich auch. Und wer fährt hin? Mein Vater, der konnte soweit alles nicht. Da sagt dann der, na, ich komme mit euch mit nach Berlin. Und die Magd sagt, ich will auch nach Berlin. Die hatten ja keine Ahnung, wie Berlin aussah. Und da sind wir dann, hat der wirklich einen Ochsen geklaut. Aber dieser Ochse, der war das gewohnt, mit Zweien zu ziehen. Der ist alleine nicht gegangen. Und da hat der hat sich so angestrengt, bis er den überhaupt ein bisschen von der Stelle gekriegt hat. Also wir haben für 10 Kilometer, circa 10 Kilometer, einen Tag gebraucht. Und dann haben wir auf freiem Feld übernachtet und nächsten Tag waren wir in irgendeinem Gutshaus, das war auch verwaist und kaputtgeschlagen und es war ein Jammer. Aber wir hatten eine Unterkunft, also hatten ein Dach über dem Kopf, haben wir da auch geschlafen, irgendwas hatten wir auch zu essen. Es wurde geklaut, sage ich Ihnen, das glauben Sie gar nicht. Wir waren alles ehrliche Leute, wirklich. Wir haben nie jemandem was weggenommen. Ja, da ist der Knecht, der hieß Willem, der kannte sich aus. Der Krüger hatte alles noch verbuddelt gehabt, nicht? Wein und was so, was fest war, harte Wurst und so weiter, was nicht verschimmelt ist. Das hat er alles in die Erde mit dem, verbuddelt mit dem Willem. Und der kannte natürlich die Stellen. Dann haben die vorher mal eine Flasche Wein rausgeholt oder auch zwei Flaschen Wein rausgeholt. Und bevor wir gefahren sind, haben sie dann auch noch aus der Räucherkammer einen Schinken runtergeholt. Da waren ja, hing ja oben die Räucherschinken drin vom Schwein und Würste und so weiter, damit wir auf der Tour was zu essen haben. Wir mussten ja irgendwas zu essen. Na, also wir waren in dieser Richtung gut ausstaffiert. Ich weiß ja nicht, wo meine Mutter Kartoffeln hergekriegt hat. Entweder haben wir die auch noch bei gehabt, das weiß ich nicht mehr. Und dann sind wir. Haben wir 14 Tage bald gebraucht, bis nach Berlin zu kommen. Das waren, und da, naja, Füppe liegt ungefähr 120 Kilometer von Berlin ab. Länger weiter ist das nicht weg. Da haben wir wirklich über eine Woche zu gebraucht. Dann waren wir in Tegel gekommen, angekommen, unser Pferd. Ach so, ja, das war ja noch das Schärfste. Also wir hatten einen Osten Ochsen und sind gekommen bis kurz vor Berlin. Und der Wilhelm, der war schon so genervt. Das Vieh wollte nicht, der stand stur wie ein Ochse. Und da ist wieder in diese eine kleine, ich weiß aber nicht mehr, wie das hieß, kleine Örtchen reinkam. Da war vorne ein Fleischer, ein Pferdefleischer, die gab es ja damals reichlich. Und der kam raus und sagt: Wo wollt ihr denn hin? Und er sagt: Der will nur nach Berlin wollen. Da sagt der Rossschlechter, sagt er, mit dem kommen Sie nicht nach Berlin, da sind Sie vorher reif fürs Irrenhaus. Ja, sagt er, das glaube ich auch. Da sagt der Papa, mach Ihnen vorschlagen, ich habe ein Pferd im Stall. Was sagt mein Vater, und das haben Sie noch nicht rausgeholt? Und die Russen haben alles ausgespannt, alles was Pferd da hieß. Nee, sagt er so zögerlich, sagt er, es sieht etwas mitgenommen aus und wenn ich kann es Ihnen zeigen, es hängt in Gurten drin. Er sagte so um den Bauch so Gurt und hängt dann oben so drin, in die Schürze drin. Sagte, es sieht ganz schön, aber das bringt Sie nach Berlin. Naja, sagte mein Vater, meine Mutter, angucken kann man sich das ja mal. Sind sie mitgegangen und dann kamen sie wieder raus. Ich sagte, und was haben wir jetzt ein Pferd? Und da sagt mein Vater, na, wenn du den siehst, dann sagst du, nee, mit dem kommen wir nicht nach Berlin. Und der hat uns aber weichgeklopft und hat gesagt, also wenn ihr das Pferd nehmt und gebt mir den Ochsen, dann mache ich euch heute Abend ein ganz tolles Mittag. Dann kriegt ihr Quetschkartoffeln mit Pferdeleber. Und Pferdefleisch wurde damals gerne gegessen, ja. War auch sehr teuer. Und ihr könnt auch hier übernachten, im Heustadel, ja, so, na, wo das Heu gelagert wurde, in der Scheune. Haben wir natürlich zugesagt. Haben da jetzt nicht. Also für das Pferd habe ich keine. Ich war ja erst 12, 13 war ich. Ich habe keinen Pfifferling für dieses Pferd gegeben. Aber es hat uns gezogen bis Berlin-Tegel. Und da ist es zusammengeklappt.